Willkommen zum zweiten Teil unseres Neumarkt TV Jahresrückblicks. Was war los in der zweiten Hälfte von 2017 in Stadt und Landkreis? Wir blicken zurück und gleichzeitig nach vorn. Und das alles in 15 Minuten. Na dann mal los. In Sengenthal sind Bagger ja nicht wirklich eine Seltenheit. Im Juli waren sie allerdings damit beschäftigt, ein Stück Ortsgeschichte ans Tageslicht zu bringen. Ein großer Teil des zugeschütteten alten Kanals in der Schlierferheide wurde durch aufwendige Grabungsarbeiten wieder freigelegt, inklusive einer alten Schleuse, die restauriert werden soll. Für die Arbeiter stellte sich da manchmal echtes Indiana-Jones-Feeling ein, denn man wusste ja nie, was einem tief unter der Erde erwartet. Wir haben zum Beispiel nicht mehr das alte Böschungspflaster vorgefunden. Der Kanal war ja früher, da waren die Böschungen mit Steinen gepflastert, und zwar nicht, wie man es heute macht, einfach hingeschmissen, sondern die waren wirklich, das waren viereckig bearbeitete Steine gepflastert. Die haben sich damals echt Mühe gegeben, um gegen den Wellenschlag zu schützen. Und im Stillen haben wir gehofft, wir finden das wieder, dass das damals einfach verfüllt worden wäre, so in die 70er Jahre, und die hätten sich nicht kümmert. Ein großes Thema war 2017 natürlich die Oberbürgermeisterwahl in Neumarkt. Im Juli standen sich die beiden Spitzenkandidaten das erste Mal im Rahmen eines Unternehmerfrühstückes gegenüber und dem Publikum Rede und Antwort. Amtsinhaber Thomas Thumann von den Freien Wählern und Richard Graf von der CSU unterschieden sich bei Ansichten zu Kernthemen, aber auch in der Art, wie sie beide im Wahlkampf warben. Graf setzte mehr auf nüchterne Sachlichkeit, Thumann spielte in seinem Kinowerbespot auf seine Leidenschaft als Filmfan an. Ganzjahresbad! Im Juli feierte der Kulturförderkreis Berchingen sein 25-jähriges Bestehen. Seit der Gründung ist viel passiert. Am Anfang stand die Idee, Berchinger für Theaterfahrten zu begeistern. Inzwischen inszeniert der Verein jedes Jahr selbst 2 Theaterstücke. Doch die alte Fabrik, die aktuell dafür genutzt wird, ist in die Jahre gekommen. Ab 2020 soll der Verein dann in einer neu gebauten Kulturhalle in Berchingen eine Bleibe finden. Die neue Halle wird eine Multifunktionshalle sein, hochmodern, zwar auch architektonisch unserer Meinung nach sehr gut gelungen, aber eben wir sind nicht mehr alleiniger Hausherr, so wie wir es jetzt hier sind. Nach jahrelangem Hin und Her und scheinbar endlosen Diskussionen über Lage und Finanzierung war es im August dann endlich soweit. Das 40 Millionen Euro Projekt Ganzjahresbad Neumarkt wurde mit dem Spatenstich in Angriff genommen. Einmal fertiggestellt, sollen dort das ganze Jahr über Schwimmfans und Wasserratten auf ihre Kosten kommen. Das war ja auch die nicht ganz einfache Aufgabe, dass es eben nicht ein reines Spaßbad werden sollte, aber eben auch nicht ein reines Sportbad, sondern es sollte halt für alle Nutzergruppen was da sein. Seit dem Spatenstich sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Die Fertigstellung ist voraussichtlich im Januar 2021. Im August feierte die Jurastadt wieder ihre 5. Jahreszeit. Es war ein friedliches Jura-Volksfest. Einige mussten sich aber ziemlich abstrampeln. Wir ließen auf einem Fitnessrad den Strom für das Riesenrad erzeugen. Aha, okay. Und wir haben sogar am Platz eine hochseriöse Wahrsagerin besucht. Madame Badura blickt in ihre Zukunft. Ja. Morgen gehe ich zum Beispiel zur Fußpflege. Nein, nicht Ihre eigene Zukunft. Ja, ja. Ende August feierte der Zirkus Sambesi sein 30-jähriges Bestehen. Auch 2017 gastierte er mit seiner Show in verschiedenen Landkreisgemeinden. Wie immer war der Eintritt frei und die Künstler und Helfer arbeiteten ehrenamtlich. Doch durch Spenden konnte der Zirkus in den letzten 3 Jahrzehnten über 680.000 Euro für die Äthiopienhilfe von Karl-Heinz Böhm sammeln. Und das Schöne dabei, rund die Hälfte der freiwilligen Helfer sind schon die kompletten 30 Jahre mit dabei. Hautnah dabei waren die Neumarkt-TV-Zuschauer am Abend der Bundestags- bzw. OB-Wahl im September.
Wir übertrugen 90 Minuten live aus dem Rathaus. Es gab viele Stimmen zu nationalen Ergebnissen. Ich finde es so schlimm, dass wir in Deutschland wieder Rechte im Bundestag haben. Doch wir hörten auch Reaktionen von Sieger und Verlierer im Rennen um den OB-Sessel. Es ist eine schmerzhafte Niederlage. Ich war eigentlich schon guter Dinge, dass das heute eine glatte Geschichte wird. Bei der nächsten Wahl gründen wir übrigens die KfD, Käsestangen für Deutschland. Damit die am Buffet bei der Wahlparty nicht wieder so schnell ausgehen. Wenn Sie 2016 schon öfter gedacht haben, jetzt wird's mir hier aber zu bunt, dann haben Sie das 2017 wahrscheinlich noch öfter gedacht. Denn die weltweit einmalige Ausstellung des New Yorker Pop-Art-Künstlers James Rizzi warf lange vor ihrer Eröffnung ihre farbigen Schatten voraus. Es gab ein Taxi mit Rizzi-Motiven, einen Stadtbus mit Rizzi-Motiven und vieles mehr. In der Rizzi-Residenz gab es dann rund 500 Rizzi-Originalwerke zu sehen und das Rizzi-Künstleratelier wurde mit Rizzis Originalmöbel nachgebaut. Ganz schön viel Rizzi. Zum ersten Mal fand beim Neumarkter Stadtlauf ein Elementelauf statt. Auf 6 bzw. 11 Kilometern ging es über alte Autos, durch geparkte Laster und quer durch das nicht so warme Wasser. Und eines ist klar, wer diese Hindernisse erfolgreich überwand, der kommt sogar problemlos über das Kopfsteinpflaster in der Neumarkter Marktstraße. Die Kunsteislaufanlage der Stadtwerke Neumarkt. Günstige Preise. Verleih- und Schleifservice. Beheizte Umkleidekabinen. Sport, Spaß und Action unter freiem Himmel. Heiß und gut für den Hunger zwischendurch. Musik und Vergnügen bis in die Nacht. Die Kunsteislaufanlage der Stadtwerke Neumarkt auf dem Neumarkter Volksfestplatz. Jetzt wieder geöffnet. Warum hatte man früher eigentlich Strümpfe zum Sparen? Wir können nicht alles erklären, aber wie Sie es jetzt selbst in der Hand haben, zeitgemäß zu sparen, schon. Mit einem Fondssparplan, ganz flexibel. Lassen Sie sich beraten bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank oder bei uns im Internet. Union Investment. Geld anlegen, klar gemacht. Die Kunsteislaufanlage der Stadtwerke Neumarkt auf dem Neumarkter Volksfestplatz. Jetzt wieder geöffnet. Machen Sie es doch wieder Profi. Kaufen Sie bei Gleichauf. Denn hier finden Sie 32.000 Artikel immer vorrätig. Hier müssen Sie nicht die Wand kaufen, wenn Sie nur den Dübel brauchen. Hier treffen Sie keine reinen Verkäufer, sondern Macher. Denn hier finden Sie immer einen Parkplatz direkt am Haus. BGN Gleichauf, die Handwerkstatt in Neumarkt, Bahnhofstraße 23. Neumarkts neue Top-Adresse, direkt im Zentrum, nah an der Erholung. Moderne 4-Sterne-Zimmer für alle Ansprüche. Tägliches Frühstück auch für Nicht-Hotelgäste. 800 Quadratmeter Platz für Ihr Event, von der Hochzeit bis zur Fachtagung. Park-in bei Radisson, im neuen Markt in Neumarkt. Ein starkes Team für Neumarkt. Seit 1994 ist unser Familienunternehmen die erste Adresse für Käufer, Verkäufer, Mieter und Vermieter. Wir begleiten Sie von der Objektbewertung bis zum Vertragsabschluss. Lautenschlager, die Neumarkter Immobilienprofis. Besuchen Sie uns in der Mühlstraße 1. Der Oktober war der perfekte Zeitpunkt für eine Pilzwanderung. Zu sammeln gab es unter anderem Maronen, Steinpilze und Co. Wir ließen uns vom Experten viele Tipps und Tricks zeigen. Ich kann Ihnen ja nur verraten, wie ein Giftpilz aussieht. Nämlich so. Hey, das ist ja böse. Ja, der Mykologie-Profi hatte auch noch einen Geheimtipp für den sogenannten Risspilz parat. Ein ganz wichtiges Merkmal vom Risspilz ist es eben der Geruch. Und man sagt, diese Risspilze, die riechen spermatisch.
Also wie Sperma. Also wenn man es weiß und einmal drauf riecht, ja. Im Oktober konnten sich Tattoo-Fans ihr wasserresistentes Körperlayout erweitern lassen. Beim Tattoo-Weekend in den Jurahallen gab es gute Einblicke in die Szene. Doch Augen auf bei der Motivwahl. Der Name eines geliebten Menschen auf der Haut geht heute vielleicht noch unter die Haut, aber morgen dann schon auf die Nerven. Harald Schmidt sagte in seiner Show immer Ja zu deutschem Wasser. Labortechniker sagten, das Neumarkter Wasser hat auch eine gute Qualität. Einige Neumarkter sagen, seitdem das Wasser zu einem Teil von der Labanab-Gruppe stammt, ist es um einiges härter und wir brauchen mehr Waschmittel oder Filtergeräte. Und immer mal wieder plätschert 2017 die Forderung durch die Presse, die Stadt Neumarkt sollte das Wasser doch an einer zentralen Stelle aufbereiten. Da die Qualitätswerte jedoch innerhalb der Richtlinien liegen, bleibt erstmal alles, wie es ist. Mit Spannung haben die Neumarkter Politiker die Sondierungsgespräche auf Bundesebene verfolgt. Bis zu dem Moment, wo die FDP sagte, nö, wir wollen nicht nach Jamaika. Ich finde es persönlich einfach furchtbar, dass die das nicht auf die Reihe bekommen haben. Die Kommunikation war, glaube ich, ein Riesenproblem, dass hier so viel nach außen kommuniziert worden ist. Ich habe noch nicht viele Kommentare gehört, aber die ich gehört habe, waren positiv. Sie verbiegen sich nicht. Wie hat die eine gesagt, der Lindner hat sein Gesicht behalten. Aber gut, wenn die in Berlin schon kein Jamaika hinbekommen, dann halt wir. Ich habe mir hier schon mal eine schöne Tüte gebaut. Die bekommt mein Neffe zum Schulanfang. Wer gerne zum Lachen in den Keller geht, hat in Mühlhausen eine wunderbare Gelegenheit dazu. Denn der Keller des sogenannten Bierwächterhauses auf den Hügeln über dem Ort zieht sich derart tief in den Berg hinein, dass das Lachen wunderbar hallt. Achtung, ich lach mal. Spaß beiseite. Die Gemeinde saniert das Areal momentan aufwendig und bald könnte ein Teil des Landl-Museums dort untergebracht werden. Dezember. Der Stadtrat Neumarkt gab grünes Licht für die Umgestaltung des Neumarkter Stadtparks. In manchen Bereichen ist dort jahrzehntelang nichts passiert, auch weil lange Zeit die Stadthalle hin sollte. 2018 will man nicht nur ein paar neue Bänke aufstellen, sondern rund 5 Millionen in die Hand nehmen. Das heißt, es gibt auch Tische zu den Bänken. Du bist so doof. Ja. Und das war der zweite Teil unseres Jahresrückblicks. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Mit aktuellem Geschehen aus Stadt und Landkreis Neumarkt. Und dran denken, ab jetzt steht die 8 hinten. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Zur Entspannung in der Natur gibt es am Samstag eine geführte Eselwanderung. Startpunkt ist am Eselstall Bayer um 14 Uhr und es geht mit den Tieren zum Staufer Berg. Für die Teilnahme ist eine Voranmeldung erforderlich. Einzelpersonen zahlen 20, Familien 30 Euro für den Trip mit den gar nicht so eigenwilligen Langohren. Zudem findet am Samstag noch der Eröffnungsball der Hechtonia zum Beginn der Faschingssaison in der Europahalle Berching statt. Auf dem Programm unter anderem die Vorstellung des neuen Prinzenpaares und eine Präsentation der aktuellen Gardetänze. Für Tanzmusik sorgt die Band Cherry Pink. Der Eintritt kostet 11 Euro und Beginn ist um 20 Uhr. In Possbauer steht an diesem Wochenende Philipp Weber auf der Bühne des Deutschordensschlosses. Sein Kabarettprogramm ist ein feuriger Schutzwall gegen Manipulationsversuche aller Art und gibt eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 17 Euro. In der kommenden Woche findet im Kulturhaus in Dietfurt das erste Jugendkulturfestival zu Fantasiewelten statt. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Workshops für sogenannte Cosplayer und Fantasy-Fans. Unter anderem gibt das Stylistenteam von Lena Lehr am Dienstag Tipps für überzeugende Rollenspielkostüme. Um 17 Uhr geht's los und der Eintritt kostet 5 Euro. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt.
Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen.